wir sind jetzt eben schon ein bisschen durch die Stadt gelaufen, haben versucht, irgendwo einen Parkplatz zu finden. Dann hatten wir einen, da konnte man maximal eine Stunde parken. Wir hatten aber keine Schweizer Franken, mussten also erst irgendwas kaufen, haben dann was gekauft, hatten dann trotzdem zu wenig für eine Stunde, hatten also nur eine halbe Stunde Zeit, sind so ein bisschen da durchgelaufen. Aber jetzt haben wir endlich ein Parkhaus gefunden, das heißt, wir können hier so lange stehen, wie wir wollen. Und ich glaube, die Stelle ist ganz gut. Ich glaube, man kann hier perfekt aufs Wasser gucken und das sieht richtig krass hier aus. Hier ist auch nicht so viel los, also von daher ziemlich gut. Ich finde bis jetzt, also mein erster Eindruck von der Stadt, die ist mega schön und mega alt und richtig cool auf jeden Fall. Und das ist mal ein richtig krasser Ausblick, muss man auf jeden Fall sagen. Hast du gut ausgesucht, das Parkhaus? Ja. Was ist das? Was ist das? Ja. Da sind wir eben unten reingefahren. Aber diese Aussicht ist Hammer. Und das ist hinter uns. Sieht doch aus wie ein Rathaus vielleicht. Wir laufen gerade an diesem Luxushotel Lausanne, steht da, das heißt wahrscheinlich Lausanne Palace, vorbei. Ja, Lausanne Palace. Und dann sehen wir hier diesen komischen Laden mit einem Sessel, wo tausende Kuscheltier-Tigers drauf sitzen. Und wenn man hier weiter guckt, sieht man noch ganz viele andere Sessel mit anderen Kuscheltieren. Und dort drin ist auch noch, wenn man das, warte, kann man das sehen? Ja, nicht wirklich, aber vielleicht kann man es erkennen, in meinem Schatten. Sind auch Bären auf einem Sofa. So, der nächste Tag ist angebrochen. Wir sind hier immer noch in unserem Hotel. Und wie ihr hier sehen könnt, ist alles draußen nass. Und es regnet immer noch. Und es hat auch schon den ganzen Morgen geregnet. Deswegen haben wir uns jetzt dazu entschlossen, nach Genf zu fahren. Genf liegt 60 Kilometer von hier entfernt. Und da soll im Moment besseres Wetter sein, deswegen fahren wir dort jetzt hin.
wir sind jetzt in Genf angekommen, in irgendeinem Parkhaus am Hauptbahnhof. Da heute Sonntag ist, haben alle Geschäfte zu. Bei uns im Hotel funktioniert nämlich das WLAN in unserem Zimmer nicht. Wären wir ein Zimmer daneben, würde es noch funktionieren, denn die Reichweite reicht einfach nicht mehr aus. Gestern wollten wir uns ein LAN-Kabel holen. Da kamen wir aber leider 11 Minuten nach Ladenschluss und haben es nicht mehr bekommen. Jetzt wollten wir eh nach Genf fahren und in Genf am Hauptbahnhof haben noch Läden offen und wir hoffen, dass wir jetzt ein LAN-Kabel dort irgendwo kaufen können. Das ist hier also oben der Bahnhof in Genf und hier ist einfach gerade ein Vogel reingeflogen. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Wir sind jetzt hier mitten in der Stadt von Genf und wenn man sich umdreht, ist der Blick aufs Wasser ziemlich krass, würde ich sagen. Vor allem dieses Wasser, was da hoch links wird. Ne, wie hoch ist das wohl? 20 Meter oder so? 50 Meter. 50 doch nicht. Echt? Guck dir mal die Häuser an. Guck dir mal die Häuser an. Ja, stimmt. Ziemlich hoch auf jeden Fall. Viel höher auf jeden Fall als die Häuser. Ja, das ist klar. Der Genfer See mit einem Riesenrad, da wollen wir vielleicht gleich auch noch mal rein. Kommt drauf an, wie teuer das ist. Und das Wasser ist einfach so richtig klar. Schaut euch das an, ey. Also auf jeden Fall wunderschön hier bis jetzt und auch auf jeden Fall ganz anders als Lausanne. Leute, ihr wisst nicht, was gerade eben passiert ist. Eben kam jemand zu mir und meinte, er guckt immer meine Videos und ja. Ja. Das ist so kleines. Ach, du Scheiße. Wie süß ist das denn? Alla, venga, che posto siamo? Und ich hab alles drauf. King Schwan. Was sagen Sie dazu? Daumen hoch. Das Wasser ist übrigens 140 Meter hoch und mit einer Geschwindigkeit von 200 Stundenkilometern wird es in die Luft geschossen. Das konnte man auf
einem Schild, was da ganz unten war, lesen und man wird selbst hier schon nass, obwohl man richtig weit weg steht. Wir gehen hier gerade so lang und da hinten im Wasser liegt einfach ein Handy. Ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann. Wenn ja, dann zoome ich es ran. Ich hoffe, man kann es sehen, aber da liegt einfach ein Handy drin. Und es ist ja auch mega weit weg, das muss also jemand reingeworfen haben. Und ganz vorne war ein Selfie-Stick auch mit dem Handy, auch im Wasser. Also Geld haben die hier scheinbar genug. So habe ich den ganzen Hintergrund mit mir drauf. Mhm.